Möglicherweise ist hinter der Sphinx vielleicht noch mal etwas am Liegen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh nein. Nein, hier liegt nichts. Auf dem Obelisken liegt auch nichts. Liegt vielleicht im Wasser etwas? Ah, nein! Okay. Meine Sorgen waren unbegründet, mal wieder, denn hier ist das letzte Item. Und wir haben jetzt 38 von 38, 3 von 3. Absolut sauber. So will ich das. So will ich das haben. Ja, im Wasser ist dann wahrscheinlich auch nichts mehr drin, ne? Okidoki, Zeit, das Level zu beenden. Also mit Ägypten noch fast durch. Dann ist es noch ein Level in Ägypten. Und dann nur noch drei woanders. Ach, bin ich erleichtert. Yippie! 38 Minuten. Ja, 3 von 3, 38 von 38 Fundstücke, keine Medipacks, sehr gut. Dann kommt nun das Heiligtum des Skion. Das einzige Level mit nur einem einzigen Secret. Ja, könnte schlimmer sein. Ich bin ja doch froh, dass wir uns jetzt so langsam dem Ende vom Spielen nähern. Ich meine, gut, es sind jetzt noch zusammen mit diesem noch vier Levels. Aber ja, vielleicht kriege ich das noch in einer einzigen Aufnahme hin. Aber ja, schauen wir mal. Ich bin sehr schlecht in Versprechungen geben. Dummerweise. Weil ich dafür meistens zu eigenwillig bin. Mein Gott! Ich hab vergessen, ihr knallt ja jetzt eure dämlichen Kanonen ab. Warte mal, nochmal.
Ah, schön die Musik. Da oben liegen die Uzzis. Könnt ihr sie sehen? Ich sehe sie definitiv. Ja, jetzt die Qual der Wahl. Wo fängt man denn an? Ja, ich glaube, ich fange hier mal an. Ja, das ist schnell gemacht. Denn hier braucht man nämlich nur zum Schalter. Also, ich meine, wir müssen an mehreren Schaltern, aber hier ist einer, den man relativ schnell erreichen kann, im Gegensatz zu den anderen. Machen wir uns mal wieder einfach. Überspringen wir diese Kling-Kling-Tür einfach. Einfach überspringen. Führt einfach ein Weg daneben dran vorbei. Nun, jetzt kommen wir, bekommen wir Gesellschaft. Von irgendwo. Es kommt nämlich so ein Flattervieh. Von irgendwo her. Doch, gell? Doch, doch, doch. Ja, ich hör's. Ich kann es hören. Hä? Ist schon so nah dran? Ich bin hier, ne? Ach, danke, dass du es mir so einfach machst. Ja. Dann klettern wir dort drauf. Da erreichen wir nämlich den zweiten Hebel. Ja. Erster Slot. Ah, ich glaube, ich muss so langsam mal was trinken, weil ich werde mittlerweile ein bisschen unkonzentriert. Eigentlich hätte ich auch hier ganz einfach rüberspringen können, aber da muss man in einer wirklich sehr, sehr geraden Linie stehen.
Ach, da ist der Schalter. Ich kann ihn sehen. Der öffnet dann die Tür irgendwo unten. Ja, und jetzt kriegen wir wieder Gesellschaft. Ha, ja. Den sieht man schon früher. Ah! Nein! Nein! Oh Gott! Ah! Hat der mich erschrocken jetzt? Ja, komm. Komm runter. Feige Sau. Ah, jetzt kommt er gar nicht runter, ne? Ah, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ah, okay. Das ist auch nochmal schön gut gegangen. Gerade noch so, ey. Meine Güte, ich hatte jetzt echt Angst. Ich müsste jetzt nochmal den ganzen... Oder ich würde sterben. Alter, ey. Manchmal macht mich das Spiel echt fertig. Ich will noch einmal kurz hier rauf. Drüber. Ja, ich denke mal, dann können wir jetzt auch von hier das Secret einfach mal einsammeln. Das da so in der Luft fliegt. Aus welchem Grund auch immer, ich würde gerne den Sinn und Zweck dafür wissen. Oder wer auf die Idee kam. Weil das sowas, ich weiß nicht, sind die da magisch in der Luft oder so? Ein Mysterium, das bis heute, glaube ich, nicht ganz geklärt ist, oder? Aber gut. Bin leider auch nicht in allem perfekt informiert. Yes. Wow. Ist er jetzt mal richtig weit in die Ecke geflogen? Kann ja eigentlich gar nicht sein, weil... War doch jetzt die ganze Zeit in der geraden Linie. Wieso ist sie jetzt so nah an der Ecke? Das sieht momentan gut aus. Die kommen jetzt gerade nicht so bedrohlich nah, wie ich vermute. Aber, ja. Aber wo ist denn jetzt der andere hin? Da war doch noch einer. Ah. Er dreht eine Extra-Runde? Ah, von mir aus. Umso leichter für mich. Ah, nee. Schlechte Idee. Wie gehe ich hier nochmal am besten runter? Auch schlecht. Ja, hier ist gut. Lag da noch was? Nee, ne? Nee, okay.
Ja, da haben wir unsere erste geöffnete Tür. Ja, unser Ziel ist jetzt eigentlich im Grunde, hier in diesem Level, erst einmal zwei Angst zu erlangen, die dann die Tür von der Sphinx öffnen. Und dann wiederum brauchen wir einen Skarabäus-Talisman, der uns dann zu Levelende bringt. Da kriegen wir jetzt unseren Centaur. Ja, Zentauren halten auch ein bisschen mehr aus als die normalen Mutanten. Ja, komm, nimm. Ja, da haben wir unser Ankh. Wie viele Gegenstände brauchen wir noch? 15. Ja, gut. Secret haben wir ja schon. Und hier haben wir jetzt noch mal einen weiteren Mutanten. Ich muss immer noch mal in jede Ecke gucken. Bin da manchmal so ein bisschen pingelig. Ja, das liegt einfach nur an den Fundstücken, die ich einfach nicht verpassen will. Alles klar. Zeit für das zweite Ankh. Dafür rutschen wir hier runter. Holen hier noch die Munition und dann geht's da rein. Hier noch etwas, was man abstauben könnte. Nee, hier waren wir ja schon. Na dann. Ach, warte mal. Mir fällt gerade ein, das ist ja hier auch so ein bisschen komplizierter Sprung gewesen mal. Beziehungsweise man musste hier pixelperfekt von der Rampe an der Wand hier auf die Brücke springen. Oder an die Brücke. Aber weil ja jetzt hier im Remaster Lara die Drehung im Sprung jetzt kann. Dann müsste ja eigentlich das jetzt wieder pudeleinfach sein. Probier's mal. Genau. Also, hier von der Kante pixelperfekt abspringen, wenn man hier nach vorne runter schlittert. Und jetzt aber drehe ich mich mal um. Und jetzt kommt die Drehung. Ja, jetzt ist es wieder sehr, sehr schön simpel. Ja, also die Drehung da, die macht sehr viel.